eingeblendet? Da. Da! Hallo und herzlich willkommen bei Krach TV und ich habe hier eine junge Dame. Ja, jung ist gut. Du bist schon etwas älter, oder? Das würde ich dir doch nicht auf die Nase binden. Ja, okay. Schnucki. Also, wir haben heute eine Dame an der Tastatur. Eine Zombie-Dame. Hallo, Sissa. Hallo! Und dann wollen wir mal gucken, wie sie heute mal uns hier bei H1Z1 abräumt. Ihr habt ja die Folgen davor gesehen. Übrigens, die erste Folge war das, die sehr gut angekommen ist, ne? Ja. Ja. Erste Folge, Dankeschön dafür schon mal. Nochmal, dafür Dankeschön, ja. So, ansonsten könnten wir eigentlich starten, oder? Ich versuch's mal. Ja, versuch's mal. Warte. Wie? Ist vorwärts? Vorwärts, genau. Hab ich schön. Und wie gesagt, dann kannst du hier, in der Zeit, wo du noch läufst, kannst du hiermit so Putzen. Noch... Nur no. Da wird mir ja schlecht, wenn du sowas machst. Ja, deswegen lass ich's ja jetzt. Das ist ja deine Aufgabe jetzt. Ja, die ist ein bisschen empfindlich. Also so ein kleines Stückchen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Der Wechsel. Also sie übt sich noch da rein. Da hat mir mein Bruder was aufgedingst hier. Achso, ist übrigens meine Schwester da. Deine Schwester? Ja, die sieht immer so aus. Echt? Ja, ich glaube, die sieht so aus. Na toll. Das glaube ich nicht. Na, geht doch vorwärts, oder? Ja, geht doch. Jetzt ist nur die Frage, wo wir auch hin müssen, ne? Ich weiß ja noch nicht mal, wir sind ich auf keine Ahnung. B9. Mach doch einfach mal, halt mal an. Und mach mal auf M die Karte auf. Da auf M. Genau. So, was haben wir gesagt? Habe ich gesagt B9, ne? 9 B. Ach du meine, das ist ja schon wieder... Das wäre ja hier. Das wäre ja hier. Ich verstehe die Karte nicht so wirklich. Also, müssen wir mal gucken, dass wir da zurechtkommen. Und dann kann man die auch auf M wieder schließen. Okay. Aber ich verstehe die Karte nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wo wir da überhaupt hin müssen. Auf N oder M? Auf M. Was? M wie Mama. Ja, genau. Ja, ist klar, wenn man so zombie-mäßig angesteckt ist, da hat man auch taube Nüsschen in den Ohren, ne? Ja. Aber irgendwie sehe ich gar nichts. Sei froh, dass es nicht deine sind. Ja, das stimmt. Aber wo wir hin müssen? Sieht irgendwie alles gleich aus. Da sieht's aus wie Wasser. Da unten. Oder? Ja. Das Wasser. Das scheint ein See zu sein, ja. Das war der Rückwärtsgang. Oh Mann, ist das lustig. Ja, also ist normal, dass man, wenn man das erste Mal sowas spielt. Ich hab ein paar Probleme mit meinen kognitiven Fähigkeiten, so von wegen Zombie und sowas. Bitte, ja? Ja, ich sag ja schon gar nichts. Ich hab ja nur. Okay, ich sag ja schon gar nichts. Ich hab ja nur gesagt. Ich kann es dir auch übersetzen, ich bin ein wenig steif. Ja, nee, ist war klar, dass du das falsch verstehst. Ja. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, H1, Z1 ist praktisch jetzt kein Let's Play, sondern wie in der Beschreibung, Let's Fun. Guck mal, da ist ein bisschen so ein lecker Bissen. Da unten. Da unten, nicht Ach neben so. Dir. Da, so. Da. Ja, schön. Ja. Entschuldigung. Wie bewege ich denn was? Hier, da schlägt man. Was? Da kann man zum Beispiel schlagen. Sehr schön. Und was anderes haben wir noch nicht. Wir haben ja weder Waffe. Okay, wir hatten ja jetzt in der dritten Aufnahme, in der zweiten hatten wir mittlerweile mal eine Waffe gefunden gehabt. Aber den einen Schuss, den wir da hatten, den habe ich ja verballert. Ja, ne? So, einigermaßen. Ganz spannend hier, ganz spannend. Nee, wie gesagt, das ist ja praktisch Let's Fun. Wir machen so ein bisschen mit der Richtung H1Z1 auf Comedy so ein kleines Stückchen. Erste Folge ist echt gut angekommen bei euch mit 1590? Ne, 1610, genau. 1610 Aufrufen innerhalb von 3 Tagen. Also 1000, über 1000 hatten wir an einem Tag. Beim zweiten wurde es dann so ein bisschen langsamer, aber echt nochmal Dankeschön dafür.
Jetzt kommt ja auch bald schon als Abonnenten-Spezial raus oder war schon draußen. Das weiß ich nicht, haben Wölfe gehört. Ja, was du so alles hörst. Nur weil du es nicht hörst, oder was? Geh doch mal aufs Klo gucken. Auf Toilette, ne? Vielleicht ist der Wolf da. Und ich sag es dir jetzt. Hat er sich auf deinen Klo versteckt? Das sieht alles gleich aus. Wir waren noch nicht mal in. Was ist das denn? Das ist ein Bär. Ich glaube, dafür. Da sollte man Land gewinnen. Ja. Oh Mann. Der hat mich zu fressen gern. Ja, das glaube ich auch. Ich habe nur gedacht, was kommt denn da? Ich dachte erst ein Wolf, aber dafür war es ein bisschen zu dick und zu groß. Das wäre so ein leckeres Rehkitz. Ja, yeah, du hast die Waffen ja alle verloren. Ja, aber da hatten wir noch keine Waffen, ne? Das ist ja praktisch. Das ist jetzt praktisch der PvP-Server. Ups. Aber irgendwie sieht das genauso voll aus wie letzte Mal, nämlich gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wo man überhaupt hin muss. Also, die Karte zu. Was ist das denn? Jemand. Das könnte ein Zombie sein, oder? Wie der da rumsteht? Ja, es könnte. Hä? Da jetzt, da ist er wieder. Oh, ja, das Steine. Ist ein Zombie. Guck mal, wie der läuft. Ja. Zombie. Wo ich den mal nach dem Weg fragen sollte? Ja, frag mal. Frag mal nach dem Weg. Weil du kannst ihn ja besser verstehen. War da auch einer? Ein Stück weiter hoch? Nee, war nicht. Okay. Sah gerade so aus vom Weiten. Das bewegt sich über irgendwas. Ja, das ist die Büsche. Das ist das Gebüsch. Der ist heute echt verdammt ruhig, ne? Der ist sich, glaube ich, an. Oder sie ist sich am Konzentrieren. Lalalala. Da ist er doch. Der kleine Mann da. Der sieht aber eklig aus. Läuft der nicht ein bisschen zu schnell? Ich glaube, der möchte nicht nach dem Weg gefragt werden. Meinst du den? Ja, der guckt schon so komisch. Außerdem hat er so eklige Augen. Ich glaube, der mag uns nicht. Ich glaube, du musst ihn umdrehen. Jojo. Ja. Der wollte mich hauen. Hast du das gesehen? Ja. Und du hast ja auch angefangen mit der Prügelei, ne? Hab ich doch gar nicht. Doch. Ich wollte nur Hallo sagen. Ja, und deswegen. Ach so. Ich such schon mal was. Oh. Ja, das ist es. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, da will ich beißen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man das öfter mal gemacht hat, dann ist das auch besser. Na, warte mal, ich wollte mal irgendwas gucken. Bin sofort wieder da. So. Hast du eigentlich einen abgekriegt? Ich weiß es doch nicht. Wie macht man nochmal das zum. Genau, drück mal die Taste I. Ja, Junge, ich will ein bisschen weg von dem Typen. Bist du schon voll weit weg? Der ist zu unfreundlich. Aber der Arme. Der sah genauso schrecklich aus wie du. Der wusste doch sowieso nicht, wo es lang geht. Aber der sah genauso schrecklich aus wie du. Ja, der hat noch nicht genug Gehirn gefressen. Aber guck mal, was ist das? Oh, da haben wir ein. Ist das ein Häuschen? Ja, klar. Das ist wie ein Häuschen. Und ich habe wenigstens was gefunden, im Gegensatz zu dir. Wir hatten auch viel gefunden, oder er sagt, du, ich hatte ja fast die Waffe übersehen, hä? Oh. Achso, aber ich glaube, der kann schwimmen. Da kann man rüber. Ja. Bin ich ja mal gespannt, was man da findet. Gehst du gar nicht zum Häuschen? Doch, warte lange. Ich bin mal gespannt, weil das ist ja praktisch ein Hafenhäuschen, ne? Ein Hafenhäuschen ist das. Ein Hafenhäuschen. Nein! Guck mal, ich hab was für dich. Nein! Schönes, hübsches Kinderpflaster. Scheiße. Weil wenn ich eins drauf kriege, dann kriegst du die Pflaster. Ach so, meinst du? Ja. Ach so. Weil mir nützt das doch eh nichts mehr. Aber wenn das abzieht, ziehe ich mir höchstens die Haut mit runter. Aber beim Versuch ist es ja wohl wert, ne? Wenn du meinst. Oh, hier. Da hast du übrigens eine Wunde. Hä? Sehe ich nicht. Du was hast meinen Pony mit angeklebt. Was ist das denn für ein Kack? Ja, ich sag ja, du hast das noch nicht drauf. Du kennst dich mit den Pflastern halt noch nicht so aus. Nee, so, was auch da. So. Das hält aber nicht so wirklich auf so einer Maske, ne? Oder ihr seid auf so einem Gesicht. Ja, meine Haut ist ein bisschen gammelig dafür. Ein bisschen empfindlich. Getrocknet. Ach, guck mal, ein bisschen schönes Pflaster. Die Pflaster sind. Oh, die sind aber schön. Die sind aber irgendwie, fühlen die sich ekelig an. Aber war okay. Aber da ist noch einer. Was? Das ist noch ein Zombie da. Da oben.
Aber der läuft richtig, der läuft nur genau. Jetzt wollen wir noch erstmal gucken, was. Guck mal, liegt so was auf der Stufe, glaube ich. Nee, ist eine leere Dose oder so. So. Alles gewöhnungsbedürftig. E, genau, achso, jetzt musst du E drücken. Drück neben W. Da, genau. Jetzt geht die Tür auf, zack. Hallo und herzlich willkommen. Ist da jemand drin? Hallo? Hallo? E. Ach, Sophie, da geht's lang. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man das öfter mal macht, dann hat man den Dreh auch eigentlich raus. Dann, oh, da ist wieder eine Flasche. Ja, die ist aber leer. Ja. Soll. Also wirklich Erfolg hatten wir nie in dem Spiel, ne? Aber daneben liegen sogar Handschuhe. Genau. Siehst du, oder Taschenlampe habe ich. Das ist auch lustig, der hat ja direkt die Handschuhe an, aber man sieht gar nicht, dass er die Handschuhe anhat. Da sind trotzdem die gleichen Fäuste wie vorher auch. Das sieht aber allgemein ziemlich leer hier aus. Lustig, tralalala. Also Wasser gibt's hier schon mal nicht. Nee, guck dir mal das Becken an, das ist schon so verrostet. Ich glaube, da kommt noch nichts mehr aus der Leitung raus. Aber ich sehe gerade, da bin ich ein bisschen... Genau, so. Ich saß gerade ein bisschen vom Sprung entfernt. Oh, noch eine Tür hat das Haus. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, Schlafzimmer. Ja klar, logisch. Schlafzimmer. Kippen auf dem Boden. Schlafzimmer. Das war eine ganz schöne Menge, ey. Das sieht aus wie Knochen. Hier war ein Kettenraucher. Ja, kann man nicht schlafen. Da passiert nichts. Nee, aber irgendwie sieht die Bude auch ziemlich leer aus. Das ist eigentlich ein Fall, um eine Scheibe kaputt zu hauen, ne? Ich hau hier keine Scheiben kaputt. Ich bin ja nicht so ein Randalator wie du. Warum machst du nicht viel? Randalator? Randalator? Rollator! Rollator! Ja, das Haus sieht richtig schäbig aus. Okay, aber so ein leeres hatten wir auch noch nicht. Ne? Zumindest war immer ein bisschen Munition. Okay, jetzt hatten wir Wasser und ein paar Handschuhe. Bringt uns aber allgemein jetzt nicht gerade so viel. Ja, aber ich habe wenigstens schon mal was gefunden. Ja, da hast du ja recht. Ne, tut sich gar nichts. Ist ja langweilig. Oh, warte mal, da oben. Hast du das im Regal gesehen? Ja, hängt ist auch noch was. Ja, langsam, warte. Das ist langsam. Das ist sogar noch Munition. Oder Munition? Salz. Ne, ich glaube, das ist wieder Salz. Hä? Ich verstehe. Das ist doch eine Pistole. Das ist, 308er. 308? 308. Und auf dem Karton ist eine Pistole abgebildet. Das ist Munition. Munition. 308 ist aber fürs Gewehr. Aber wieso zeigt denn eine Pistole auf dem? Das ist doch mal was Anständiges. 308. Ja. Das stimmt. Aber bestimmt wieder ein Schuss. Ja klar, es hat wieder einen Schuss. Weil letztes Mal musste ich das leider verschießen. Ne? Ja, du wolltest nur rumballern. Nein, du hattest mich angegriffen und dann musste ich schießen. Ich hab dich überhaupt nicht angegriffen. Nein, überhaupt nicht. Guckt euch mal das zweite Video an und da habe ich, glaube ich, und da habe ich geschossen. Und guckt an, wer hat wem angegriffen. Schreibt's einfach mal in die... Da ist sogar noch ein Haus. Mir egal, da ist noch ein Haus. Ja, zwei doofe, ein Gedanke, ne? Was liegt da? Auf dem Boden? Da? Nix, ne? Ne. Stein. Toll. Da vorne eine Straße. Jetzt habe ich mich gefreut und wir haben nichts gefunden. Doch. Munition, Handschuhe? Ja, okay, und Wasser. Eine leere Flasche wieder. Flasche. Kann man übrigens auf I nachgucken, ne? Wenn du wissen willst, ob da Wasser drin war oder nicht. Was war das? Eine Eule. Weil da möchte ich auch nicht unbedingt mein Haus stehen haben. Ich weiß nicht, das wäre mir viel zu unheimlich. Ja, das ist ja von vorhin. Naja. Kollege. Da liegen einfach wieder Kippenstummel, leere Dosen, Papier. Die hat noch nicht mal wahrscheinlich eine Bank zum Ort. Oh, da ist wieder eine Wasserflasche, sehe ich. Aha. Eigentlich genauso aufgebaut wie das alte Haus. Wie das andere, wo wir gerade drin waren. Und die Tür ist rausgetreten. Alter Vater. Krass. Oh, was wir da haben, das Regal sieht ziemlich...
Leer aus. Naja. Das ist leer. Nichts drauf. Was soll das denn? Handschuhe, die übrigens da auf dem Kamin liegen, den brauchst du nicht mehr, haben wir ja. Ja, haben wir doch. Ich weiß nicht, haben wir in irgendeiner Folge letztes Mal da die Kiste aufgekriegt, die da stand? So eine, so eine längliche. Ja, wahrscheinlich mit einer keine Dings, ne? Ahnung, wir gucken es uns einfach an. Ja, wir haben ja noch nichts zum Hauen und Hacken. Nee. Eben, ja. Schade. Da liegt doch, eieieiei, oh, gucke mal. Ein Bogen. Oh, der ist aber schön. Da muss weit, ja genau. Ja, schön. Jetzt fehlen uns nur Pfeile, ne? Ja. Na toll. Ach, der hing da mal. Also wir haben ja immer ein Glück, wir finden alles, aber da oben auf dem Schrank, genau. Was ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Ein T-Shirt, ach, und dann wieder dieses Halsdings. Nee. Also ich finde jetzt was Anständiges zum Anziehen. Mhm. Ja. T-Shirt, Navi. Navi-T-Shirt, nein, das heißt. Mit eingebautem Navigation oder was? Ja, na ja, klar. Ja, erzähl mir. Den kannst du gar nicht mitnehmen, oder? Na, den kann man, glaube ich, anscheinend nicht mitnehmen. Okay. Oh, aber das Haus hat sogar noch zwei Türen extra. Wahrscheinlich Abstellkammer oder Küche. Küche hatten wir noch gar nicht gesehen. Wobei, das haben die wahrscheinlich mit ihren Kamin damals gekocht, ne? Ah, da liegt wieder Käppi oder liegt eine Mütze auf dem Bett. Was liegt denn da auf dem Boden? Das sieht aus wie eine von McDoof, eine Burgerschachtel. Oh, was? Da unten Schraubenschlüssel. Das sieht aber aus, als ob da jemand hingelegt hat. Oh. Böse Musik. Ging nicht? Nee. Mach nochmal. Du musst. Wir sind wahrscheinlich voll. Siehst du den weißen Punkt da? Hier auf mitten im Bild. Ja. Den musst du auf die Sachen halten und dann kannst du. Jetzt. Ah, danke schön. Bitteschön. Bitteschön. Wenn du ja nicht so wackeln würdest mit dem Tisch, dann könnte ich das auch. Ich wackel doch gar nicht. Klar, nur. Ach, ich doch nicht. Das ist doch. Ja, guck doch mal. Du wackelst mit dem Tisch und ich krieg das hier nicht gegriffen. Kann doch gar nicht sein. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Okay, bei dir ist das ja halb so schlimm, weil die Burgerpackung. Ja, ist eine Burgerpackung. Schon leicht am Schimmeln, würde ich sagen. Und eine Dose steckt da drin. Schön. Aber ich vermute, die andere Tür ist die für nach draußen. Noch das eine. Das vermute ich auch. Weil nämlich das ziemlich nach draußen schon aussah jetzt da. Naja, vor allem jetzt auch so ein Schlossriegel. Die ist für draußen. Nee, Toilette. Haha, von wegen draußen. Und da liegt ein Messer. Da liegt ein Messer. Oh, das ist aber schön. Guck mal, ist übrigens verboten, ist ein Springmesser, ne? Ja, klar. Was meinst du, was das gleich springt, du? Hä? Das war doch kein Messer. Das ist irgendwas? Komisch. Doch, du hast eine Machete, ist auf jeden Fall bei gewesen. So. Wie kann ich mich denn mit dem Ding jetzt bewaffnen? Mach mal auf I drücken. Genau. Und dann steht das auf Platz... Oh, sind sogar zwei Schuss. Auf Platz 3. Nee. Das ist eine Machete. Wie nehme ich das? Klicke ich mit der Maus, oder was? Nee, du gehst jetzt wieder auf I. Drück mal, genau, I zumachen und jetzt drückst du hier oben auf die 3. Und dann dürftest du es. Nee, auf 4. Jetzt auf 4. Was war das? Das frage ich mich gerade auch. Weil ich habe irgendwie den Schraubenschlüssel jetzt in der Hand. Ja, dann drück mal auf die 4. Jetzt dürftest du. Ja, jetzt hast du die in der Hand. Aber das Geräusch, das kam mir. Mach nochmal bitte I, bitte. Einmal. Noch einmal auf I drücken. Essen, Trinken ist noch alles drin. Okay, dann wisst ihr jetzt nicht, warum der solche Geräusche macht. Kann das sein, dass vielleicht jemand in der Nähe ist? Das wäre nicht so prickelnd. So, da rannten ja genug Zombies rum. Na, jetzt kannst du wieder auf I drücken und dann kannst du das genau zumachen. Ja. So, dann gehen wir mal spazieren, gell? Genau. Und ich würde auch sagen, das war's dann mit der ersten Folge. Folge für heute. Beim nächsten Mal redet er auch wieder mehr, es war jetzt eher mit Konzentration. Und ich glaube, ich würde mal sagen, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss.